17. Dezember 2007. Harry hatte vergessen, wie es war, verliebt zu sein, und war sehr erstaunt darüber, dass die Umwelt, das Ministerium, sein Arbeitsplatz ihm sehr viel schöner erschien. Er war mit Ginny 8 Jahre zusammen gewesen, 6 davon mit ihr verheiratet, und die Anfangszeit ihrer Beziehung erschien ihm meilenweit weg. Der Beginn ihrer Beziehung war geprägt von Aufbau nach dem Krieg und von den Opfern, die sie zu betrauern hatten. Noch weiter weg erschien ihm die kurze Beziehung mit Cho. Er hatte inzwischen tatsächlich angenommen, dass der Zustand Verliebtheit in Muggelfilmen oder in Liedern übertrieben dargestellt wurden. Jetzt erinnerte er sich wieder daran, wie es war, verliebt zu sein und immer an die andere Person zu denken. Er konnte nicht aufhören, an Draco zu denken, und beim kleinsten Gedanken kribbelte es in seinem Bauch. Er hatte das Gefühl, jeder müsste es ihm ansehen, dass er verliebt war. Doch seinen Kindern schien keine Veränderung aufgefallen zu sein. Zumindest sprachen sie ihn nicht darauf an, als er ihnen am Morgen geholfen hatte, sich anzuziehen. Einzig sein Schwager Percy sprach ihn an, als er im Aufzug stand. »Sag mal, was soll denn das Dauergrinsen auf deinem Gesicht? Habt ihr im Zauberlotto gewonnen?« fragte er, als er aus dem Aufzug stieg und sich von Harry, formell wie Percy nun mal war, durch einen Handschlag verabschiedete. Harrys Schmetterlinge, die er nun ständig mit sich herumtrug, erwachten zum Leben, flogen und schlugen Purzelbäume, als er daran dachte, wie sie sich gestern im Raum der Wünsche geküsst hatten. »Nein, es ist einfach nur ein schöner Morgen«, sagte er zu Percy und summte, als der Aufzug mit ihm weiterfuhr. Wie schön es gewesen war, danach wieder händchenhaltend ins Dorf zurückzumarschieren und im Eberkopf bei Aberforth vorbeizugehen. Sie waren total verfroren und Dracos Wangen waren rosig gewesen. Es stand ihm, fand Harry. Danach heimliche Küsse zwischen dem Trinken des Butterbiers, Dracos Hand auf seinem Oberschenkel, die Verabschiedung vor der Haustür, erneut Küsse. So viele Küsse, dass Harry die Lippen wehgetan hatten, als er bei Ron und Hermine klingelte, um seine Kinder abzuholen. Vielleicht hatte Hermine verstanden. Vielleicht hatte sie es ihm angesehen und die richtigen Schlüsse gezogen. Harry wusste es nicht, aber jedenfalls hatte sie ihn umarmt und ihm ins Ohr geflüstert: »Ich freue mich so für dich.« »Hey, Potter, träumst du?« fragte Roberts, der Chef von Harry. »Nein, Entschuldigung«, meinte Harry eilig und wurde rot. Wie lange hatte er schon auf seinem Bürostuhl gesessen und in die Luft gestarrt? Roberts kratzte sich am Kinn und sagte, »Wir bräuchten die Akte von McNair nochmal. Kannst du sie aus dem Archiv holen?« »Klar, mach ich. Ich bringe sie dir gleich vorbei«, versprach Harry und holte seinen Zauberstab, den er benötigte, um auf die Akten zugreifen zu können. Dann fiel ihm Weihnachten ein und dass er Teddy gestern versprochen hatte, ihn Freitag vom Bahnhof abzuholen und dass er mit den Kindern Plätzchen backen wollte. »Roberts, kann ich dich was fragen?« wandte er sich an seinen Chef, bevor dieser sich umdrehte. »Ich bräuchte vor Weihnachten 3 Gleittage.« Roberts wirkte erstaunt. Harry feierte seine Überstunden nie ab. Er ließ sie sich ausbezahlen. Nicht, weil er das Geld dringend benötigte, sondern weil er ungern seine Arbeit den Kollegen überließ. »Meinst du ab Mittwoch?« erkundigte Roberts sich. Harry nickte. »Die Kinder und ich wollen ein wenig Zeit verbringen«, erklärte er, und in Gedanken fügte er hinzu, dass er vielleicht auch die eine oder andere Minute mit Draco verbringen wollte. »Ist kein Problem, Potter. Eltern haben Vorrang, besonders Alleinerziehende.« Roberts lächelte und Harry bedankte sich, bevor er erneut zum Fahrstuhl ging, um zum Archiv zu gelangen. Er suchte die Akte McNair und nahm sie schließlich an sich. Er ging den Gang zurück und hielt seinen Zauberstab hoch, um besser sehen zu können. Harry blieb vor der Akte Malfoy stehen und betrachtete sie zögerlich. Lucius und Draco hatten sich damals vor Gericht verantworten müssen, waren dann aber freigesprochen worden. Alle Anklagen gegen Narcissa wurden fallen gelassen. Sie trug das dunkle Mal nicht und hatte Harry Potter das Leben gerettet. Harry meinte,
dass Arthur ihm mal erzählt hatte, dass die Malfoys auch ohne Anklage genug bestraft waren. Neugierig zog Harry die Akte von Narzissa heraus und las ein Vernehmungsprotokoll. Damals war Narzissa bereits verflucht worden, weswegen Draco sich heute um sie kümmern musste. Harrys Augen weiteten sich, als er erkannte, dass Narzissa von ihrem eigenen Schwager angegriffen worden war. Als Motiv nannte er ihren schweren Verrat gegen Voldemort, den sie getätigt hatte, als sie dem Lord ins Gesicht gelogen hatte. Harry hatte nicht gewusst, dass der Angriff gegen die Malfoys wegen ihm getätigt worden war. Lucius hatte sich damals zwischen den Fluch und seine Frau gestürzt, weswegen er erheblich schlimmer geschädigt worden war. Es war ein Fluch, der die Nervenzellen in Mitleidenschaft zog. Harry kannte sich nicht mit Heilmagie aus, aber scheinbar konnte Narzissa einen Botenstoff im Gehirn nicht produzieren, weswegen sie keine Kontrolle mehr über den Körper hatte. Aus diesem Grund hat Dracos Mutter so gezittert und aus diesem Grund musste Draco seine Mutter beim Schuhsenkelschnüren helfen. Der Fluch hatte Lucius direkt ins Hirn getroffen, als er sich schützend vor seine Frau geworfen hatte. Er war erblindet. Das Gefühl der Verliebtheit war das erste Mal seit dem gestrigen Abend verblasst. Harry schob die Akte wieder an ihren Platz und zögerte kurz, bevor er Dracos Akte an sich nahm. Er öffnete sie und sah ein Foto von Draco. Es war während der Gerichtsverhandlung geschossen worden. Obwohl Draco 10 Jahre jünger war als heute, sah er vergleichsweise schlechter aus. Er war viel zu dünn, seine Augen funkelten Harry wütend an und sein Kinn sah irgendwie verzerrt aus, als wenn Draco sich total verspannte. Harry schlug die Akte zu. Er wollte sie nicht lesen. Wenn Draco ihm irgendwann einmal erzählen wollte, was er während der Schlacht oder kurz danach empfunden hatte, konnte er es Harry gerne erzählen. Aber er würde nicht seinen Beruf ausnutzen, um mehr Informationen von Draco zu erhalten. Harry schob die Akte von Draco tief ins Regal, etwas tiefer als die von seinen Eltern, in der Hoffnung, sie würde von niemandem mehr aufgeschlagen werden. Harry hoffte für Draco, dass die Vergangenheit endlich ruhen konnte. Draco kümmerte sich liebevoll um seine erkrankten Eltern und um seinen Sohn. Er war liebenswert und hatte kaum noch Gemeinsamkeiten mit dem Jungen aus der Schule. Er hatte es verdient, in die Zukunft zu blicken und von den Schatten der Vergangenheit so wenig wie möglich begleitet zu werden. Für Lucius und Narzissa hoffte Harry, dass sie einander Halt geben konnten und stolz auf ihren Sohn waren. Harry hatte Narzissa sehr viel zu verdanken, aber er hatte Lucius' Rolle während des Krieges nicht vergessen und er hatte auch nicht vergessen, dass Draco durch ihn von Voldemort als jüngster Todesser gewählt wurde. Harry nahm die Akte von McNair wieder an sich und ging zurück zu seinem Büro. Nachdem er die Akte bei seinem Chef abgegeben hatte, holte er Dudleys Computerzeitschrift heraus, die er immer noch in seiner Aktentasche trug, und starrte auf die ältere, aber glücklichere Ausgabe von Draco. Sofort erinnerte er sich wieder an das Gefühl von Dracos Lippen auf seinen und Dracos Finger, die sanfte Kreise auf seinem Oberschenkel gemalt hatten. Er dachte an die strahlenden, grauen Augen und die rosigen Wangen. Ihm fiel die Schneewanderung durch die Hogwarts-Ländereien ein und die Schneeflocken, die sich in Dracos blondem Haar verfangen hatten. Er schloss die Augen und lächelte. »Potter, alles okay?« fragte Roberts, der in der Tür stand und etwas verwirrt reinblickte. Harry schlug die Zeitschrift zu und stopfte sie in die Tasche zurück. »Klar, alles klar«, sagte er eilig und lächelte seinen Chef an.